Billa. Bei Rastullas Lockenpracht, ihr seid wirklich jede Kupfermünze wert. Hier ist euer Tullmadron. Eigentlich wollte ich euch gutes Geld dafür abschwatzen, aber ihr habt mich vor dem sicheren Ruin gerettet. Genau, nochmal 50 Goldstücke dafür. Oh, sehr schön, wir sind im Willkommen Raum. Im Rausch. Ja, wie kann Ossip euch helfen? Sag mal, der könnte doch auch mal sagen, hey, ihr, euch kenne ich, ihr seid meine Stammkunden. Ist doch so einfach zu programmieren. Eine leichte Abfrage. Ne? Es ist wirklich eine ganz einfache Abfrage. Man macht einen Zähler rein. A, was weiß ich, Variable A gleich B plus 1. Wenn A gleich, was weiß ich, ne? Größer als 9, dann. Die Wanzen werden euch lieben. Sag ich euch, Stammkunde. Es sind so einfache Dinge, die ich bei Neverwinter, das habe ich ja praktisch, Neverwinter war ein toller Editor. Oder da ist ein toller Editor dabei. Und, ach, da ist der Heiler. War der schon immer hier? Brauche ich. Senior? Das haben wir gleich. Ja. Da habe ich das programmiert. Ne? Es ist wahnsinnig einfach, sowas. Man kann so viel Immersion reinbringen. Aber, naja. Will ja niemand, ne? Interessiert ja niemanden. Nur Kampf, 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 Kampf. Am besten blutig. Ne, ich bin jetzt ein bisschen gereizt. Gereizt. Ja, puh. Was war das jetzt? Wir müssen jetzt wohin? Nee, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir auch nicht hin. So. Was mal erst zu dir wieder? Mhm. Bis später. Hätte mich jetzt gewundert. Was gibt es? Wir haben endlich alle Zutaten beisammen. Wunderbar. Hier, euer Antidot. Aber ihr sagtet doch... Dass ich nicht alle Zutaten da habe. Nun ja, ich habe einiges substituiert. Es wird helfen. Keine Sorge. Verflucht, es geht hier um Leben und Tod. Und Boron sei Dank, jetzt haben wir alle Gewinn gemacht. Jetzt geht und rettet, wen auch immer. Sonst stirbt wer auch immer am Ende noch. Bis später. Alter Halsabschneider. Denn auf nach... ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Duja? Duja? Ich glaube Duja. Rettet die Schönheit. Mein Bilder sind für das Antidot haben wir doch alles. Handelt es sich bei der Frau, handelt es sich um Kaltritte, die Vorstellung der Kolistanengilde. Ah ja, nach Duscha, genau. Wusste ich's doch. So. Kaltre. Ich bin da. Hier, trink das. Es ist ein Antidot von Menchal. Menchal Aktaran? Dann kann es nicht schlecht sein. Wisst ihr, wer euch angegriffen hat? Sie werden Krähen genannt. Attentäter. Jemand hat sie auf mich angesetzt. Ich muss wissen, wer es war. Die Kurtisanengilde hat leider viele Feinde. Das kann ich mir kaum vorstellen. Wir helfen natürlich gern. Das würdet ihr? Dann sprecht mit Ossip. Er ist Wirt im 1002. Rausch in Mengbilla. Eine miese Spelunke, seht euch vor. Aber wenn jemand etwas über die Krähen weiß, dann er. Wenn ihr etwas erfahrt, trefft mich in Mengbilla im Hof der Roten Laternen. Raya mit euch. Also ich sag eins. Wenn wir jemanden kennen, dann ist es doch
der Wirt aus diesem Rausch. Und wenn wir etwas wissen, ist es das... Oh, 20 Dukaten, wir haben 50 bezahlt. Ich meine... Oh, hä? Wird es... Wir haben 50 Dukaten... Wir haben 50 Dukaten bezahlt, ne? Schaut mal hin. Ah, gut. Weiter, zurück. Zurück zum 1005. Rausch. Oder war es der 1006.? Bin mir nicht mehr sicher. Willkommen im Rausch. Wie kann Ossip euch helfen? Was weißt du über Krähen? Sie machen Dreck. Den du an den Händen hast. Ach so. Jungs, hier sind ein paar Damen ohne Begleitung. Zeigt ihnen, wie gastfreundlich wir sind. Ich will's ja nicht sagen. No. Ach, jetzt wird immer gespeichert vorm Kampf. Habt ihr das gesehen da oben? Ach, schön, die Musik. Ich glaube, jetzt wird vor jedem Kampf gespeichert. Also, ist... Hätte ich so gedacht. Ja, jetzt, ich glaube, wir werden nie wieder im 1005. Rausch. Oder was, 7. Ich weiß nicht. Im 1008. Rausch werden wir nicht mehr schlafen können. Ich blick gar nicht mehr durch, wer jetzt wer ist. Pass auf, nehmen wir erstmal den. Der steht uns vor der Nase rum. 55, was soll das? Wer ist der Nächste? Naja, war klar, ne? Hätte uns klar sein sollen. So, ich gehe jetzt... Ach, das ist auch Bösewicht. Die stehen ja alle ein bisschen doof, meine Mann, hier. Wo ist denn... eigentlich... Da mitten in der Prärie steht ihr rum. Steht mitten in der Prärie rum. La, 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 la. Hm. 90%ige Chance. Nehmen wir mit. Du bist ja nur vollkommen... Ich würde sagen, ich schlag mich mal hier zu dem... zum Zwergen durch. Na? Ich schlag mich mal zum Zwergen durch. Und du, meine Freundin? Nein! Nein! Du sollst... Nein, das war nicht der Plan. Das war so gar nicht der Plan. Das war, um nicht zu sagen, überhaupt gar kein Plan. So ein Mist. Eieiei. Du hast hier ganz schön was zu tun, ne? Und wenn du jetzt den Hammerschlag machst, hast du hier 75 Chance, dann nimm den, bitte. Damit wir jetzt nicht wieder irgendwas Falsches machen. So, dann gehen wir mit. Geh mal hier runter. Tja, Aurelia ist wieder dran.
Dummerweise. Das ist meine Schuld. Oder warte mal. Wartet mal. Ich habe da eine kleine Idee. So. Tja, die muss aber erstmal hier raus, ne? Aber trotzdem, ich mache was anderes. Ja, ja, ich weiß. So, ich mache mal was anderes. Warte, wartet. Ich schau mal. Wir haben ja jetzt die Raserei, ne? 94? Ja, dann die. 94. So, ich hoffe, dass du jetzt gegen deine Kumpane vorgehst. So, und dich würde ich gern mal akzeleraten. Ist doch hier Blitzgeschwindigkeit. So. Gut aus. Sieht gut aus. So, du... Ja, aber so blitzgeschwind ist er nur auch nicht, oder? Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Von der Blitzgeschwindigkeit. Sag mir, ist das blitzgeschwind? Ja, der rennt nur schneller, aber... So, von Zeit... Denkt ihr, der... Der aber... Wenn der schneller rennt, müsste er weiter rennen können, oder? Oder kommt der Schnelle wieder dran? Oder was ist die Blitzgeschwindigkeit? Was hat denn das auf sich? Wumm! Hau ihn! Oh, doch, doch, der ist schneller dran, glaube ich, oder? Nee. Nee, das war nur, weil... Sag mal, kannst du eigentlich jetzt mal den Befreiungsschlag... Nee, doch. Doch. Achso, jetzt hat er sich dazwischen gestellt. Ja, warum nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Aha, okay. So, Todesstoß. Ist egal, ne? Nimm mal den doch. Das gefällt mir so sehr, dass man diese Trefferanzeige jetzt endlich hat. Das war sowas von überfällig, ne? So, jetzt, nee, ich werde jetzt nicht wieder hier Mist machen. So, du reißt jetzt hier schön aus. Am liebsten wäre es natürlich, wenn du... Warte mal. Ich könnte ja jetzt dir... Achso, halt, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Ich wollte sagen, sonst hätte ich hier keine Wand mal hinkaut. Ja, nee, dann... Dann helfen wir hier unten mal ein bisschen aus. Na? Zack. Schön. Das war's dann für Aurelia. Würde ich beinahe so behaupten. So, was? 80? 50? Oh, bist du immer noch nicht hinüber? Gott. Oh, 95%! 95%. Traum. Tja, die Aurelia kommt hier nicht mehr raus, ne? Aber du könntest noch eine Raserei machen, so zum Schluss. Auf dich hier. Na? Du bist zwar tot, aber da müssen wir einfach durch. Takate, brauchst du Hilfe? Nee. Du auch, ne? Ihr braucht eigentlich keine Hilfe. 95.
Wartet mal kurz. Schauen wir mal, ob man noch Flammenstrahl. Ja. Aurelia. Die erwischt's immer, ne? Ist nicht. Mach ich nicht schön, aber was soll's. Oh, können wir probieren. Können wir mal probieren. So. Ja. Zack. Hinüber. Dann geh gleich mal hier runter. Todesstoß? Ja. Ah, 95%. Das sollte man doch nicht mehr verfehlen. So, ich gebe dir trotzdem mal ein bisschen Heilung. Lass das, ich brauche das nicht. Diesmal hast du recht. Diesmal gebe ich dir recht. So, die baggern sich da hinten gegenseitig. Und einen Hammerschlag. Bei Angrosch, dem Schmiedegott. So. Vielleicht kommt er noch näher. Ne? Habe ich's doch gewusst. So, dann bist du dran, mein Freund. Und liegst noch dort. Weißt du, wie dich dann der Hammerschlag treffen wird? Oh, der wird dich sowas von treffen. Oh, jetzt soll er sich gegenseitig vermöbeln. auch nicht schlecht. Vermöbeln sie sich gegenseitig. Geh mal hier hin und hau mal über den drüber. Und du, mein Freund, 100% Hammerschlag. Und dann kannst du gleich nochmal. Und da war es das für den, ne? Dann gehe ich gleich... Ach, ist mir egal, wenn du... Ja, dann muss es eben so sein. So, niederwerfen? Ja. Zack. Das klappt ja hier, ne? Klappt ja hier ganz gut. Genau. Der ist nicht dein Freund. Der ist überhaupt nicht dein Freund. Jo, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. So, dann... hier hin. Dann haben wir's, ne? Oh, das sieht jetzt wieder besser aus. Ich glaube, wir haben gut aufgerüstet unsere Mannen mit verschiedenen... außer Aurelia, ne? Die müssen wir immer ein bisschen raushalten aus der Sache. Da mache ich noch was falsch. Ansonsten sieht's nämlich gut aus. Ach ne, halt, ich bin hier gut. Ich gehe mal eins rauf. Sehr gut. Wumm! Tja, mein Freund. Das war's für dich. Kann man noch jemanden? Na, ist ja jetzt Quatsch. Genau. Tot. So, und dann... Tja. Warum hast du gegen deine Kameraden gekämpft? Hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht, mein Freund. Nie und nimmer. Die sind eh richtig... Erzähl dir schon, du Sohn einer sabbernden Sumpfranze. Was weißt du über die Krähenattentäter? Ja, ja, schon gut. Die Krähen arbeiten immer zu dritt. Zwei schwingen, ein Kopf. Den Kopf kenne ich nicht, aber die beiden schwingen. Und das sollen wir dir glauben? Mein Wort darauf. Sie heißen Leomar und Rayades. Er ist Lehrer an der Kriegerschule Rabenschnabel.
Sie Raya-Geweihte in El Alem. Und der Kopf? Bei den Göttern, ich weiß es nicht. Hoffentlich, Ossip. Unser Zwerg setzt gerne mal ein Haus in Brand. Das stimmt. Besonders Tavernen. Das erinnert mich an Neverwinter 2. Ich will aber nicht spoilern. Ach, wir brauchen keine Dolche. Boah, was man immer vermisst bekommt. Ne? Ich hab also ganz selten, dass man hier mal anständiges Loot bekommt.